Wir schauen uns heute die Basics der Einsatzplanung an. Dafür haben wir ein einfaches Projekt aufgelegt. Man sieht es hier mit nur einer Position. Das ist die Content Production und das Ganze hat eine Auftragssumme von 21.000 Euro. Wir wollen selber 16.800 Euro maximal ausgeben und damit einen Gewinn von 4.200 Euro erwirtschaften. Wir könnten den Zeitraum hier schon festlegen. Von bis, wenn das zum Beispiel vertraglich vereinbart ist, könnte man jetzt hier hinschreiben, 15. März bis 15. April. Wir nehmen den klassischen Weg und machen das hier über die Einsatzplanung. Wir wechseln also erst den Reiter. In diesem neuen Reiter sehen wir unser aktuelles Ergebnis inklusive Einsatzplanung. Das sind 21.000 Euro. Das kommt daher zustande, dass wir noch keine Kosten geplant oder gebucht haben. Und unser Ergebnis tatsächlich sehe so aus, 4.200 Euro. Diese kleine Legende hier zeigt uns, was die Farbe dieser Nummer bedeutet. Das wäre jetzt aktuell sehr grün. Das bedeutet, das Ergebnis liegt über Gewinn- und Risikozuschlag. Realistischer wäre schwarz, Ergebnis über Gewinnzuschlag. Und bei den roten Farben, rot oder dunkelrot, sollten die Alarmglocken läuten. Wir fügen jetzt diesem Projekt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hinzu über diesen blauen Button. Möglich wäre es hier Dummies auszuwählen, um eine initiale Einsatzplanung zu machen. Wir gehen direkt rein und nehmen die Felicitas Helm, eine Senior-Architektin. Die wird jetzt diesem Projekt hinzugefügt. Wir könnten sie hier auch wieder rausnehmen. Wir sagen jetzt, die Content Production soll den Zeitraum von dieser Woche, klicken das an und ziehen es rüber bis in die Kalenderwoche 17, also von dieser Woche bis in die Kalenderwoche 17 gehen. Und das Gleiche machen wir jetzt bei der Felicitas Helm. Wir sagen, sie arbeitet in genau diesem Zeitraum. Und wir sehen hier, sie ist mit 100% jeweils ausgelastet. Sie arbeitet also an keinen weiteren Projekten. Wir sehen hier die jeweiligen Kosten und unser Ergebnis sieht sehr, sehr gut aus mit 9.916 Euro. Vielleicht ist das auch nicht ganz realistisch. Vielleicht sagen wir, gut, das Ganze könnte etwas länger dauern, bis in den Mai 2021 hinein. Den nehmen wir noch dazu. Und für Felicitas ebenso. Und wir sehen, unser Ergebnis hat sich verändert. Es sind aktuell nur noch 1.316 Euro. Wir könnten jetzt sagen, im Mai arbeitet die Felicitas vielleicht nicht mehr mit 100% ihrer Kapazität am Projekt und setzen sie es von 100 auf 50% und aktualisieren das Ganze. Jetzt sehen wir also hier die jeweiligen Kosten, die geplanten Kosten. Wir sehen, unser Ergebnis inklusive Planung liegt sehr gut, liegt über dem, was wir erwarten. Und nun sind das hier die Kosten, die wir eingeplant haben, gegen die wir arbeiten. Die gebuchten Kosten, die in diese Spalte kämen, die kommen dann mit der Arbeitszeiterfassung. Wenn wir zurückgehen in die Projektstruktur, sehen wir, dass sich hier auch dieser Zeitraum generiert hat, von heute, vom 22.03.2021 bis Ende Mai.